Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Wirbellosenparadies. Ja, hallo an diesen wunderschönen Samstag. Heute mal wieder eine Phasminart, und zwar Lampunius guarini. Eine Stabschreckenart, aber dennoch nicht typisch Stabschrecke, sondern ja, etwas kräftigere Tiere, sage ich jetzt mal. Und ich erzähle euch ein bisschen was drüber, werde euch die Tiere gleich nochmal ein bisschen in der Nahaufnahme zeigen. Und ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß dabei wie ich. Und vielleicht findet der eine oder andere die Tiere ja genauso toll wie meine Wenigkeit. Dann schaut doch mal auf unseren Shop, denn dort haben wir die Tiere gerade für euch parat. Ja, also eine kräftige Stabschreckenart aus Kuala Lumpur. Wirklich, wirklich toll. Die Weibchen werden in der Regel zwischen 7 und 9 cm groß. Wieder etwas kräftiger. Ihr seht es schon. Wir haben hier das Weibchen und das Männchen hängt hier etwas nebenher. Also, diese Tiere sind adult, sind auch schon verpaart und fangen gerade an mit der Eiablage. Ich habe schon die ersten Eier ausgesammelt. Die Männchen werden ungefähr 6 bis 7 cm. Ihr seht es, die sind wieder deutlich schlanker als die Damen. Das hat, glaube ich, aber auch den Grund, damit die Weibchen nicht so viel Gewicht mit sich herumtragen müssen. Darum denken die Männer, hey, wenn die Olle mich schon trägt, dann mache ich mich auch nicht ganz so schwer. Nein, Spaß. Ja, wie müssen wir diese Pfleglinge in unseren Terrarien halten? Die Tiere brauchen eine große Durchlüftung, also sie mögen keine Stauluft. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall unten eine Lüftung, oben eine Lüftung, schön groß, flächig, damit die Tiere auch genug Sauerstoffaustausch haben. Zum anderen brauchen sie hohe Luftfeuchtigkeit. Das beißt sich natürlich immer bei Terrarien mit viel Lüftungsfläche, eine hohe Luftfeuchtigkeit parat zu bekommen. Diese Tiere sprühen wir einmal täglich, am besten in den Abendstunden, einmal mit lauwarmem Wasser. Das reicht für die ganze Nacht. Und am Tag sinkt die Lufttemperatur ja natürlich auch in freier Wildbahn. Von daher ist das eine sehr gute Möglichkeit, dieses nachzubilden. Die Temperatur ist Zimmertemperatur, ich sag mal, zwischen 22 und 25 Grad. Ich denke mal, das kriegt jeder von euch zu Hause gebacken. Also nicht wirklich schwer. Wir müssen dann nicht mit extra Licht arbeiten. Wir müssen da keinen Heatsport anbauen oder was auch immer. Eine Neonröhre drüber, wenn ihr habt, reicht. Oder einfach einen hellen, an einen hellen Fleck in eure Hauswohnung stellen. Und dann habt ihr viel Spaß daran. Ja, wenn die Tiere dann geschlechtsreif sind, das sind sie, also die Tiere schlüpfen aus dem Ei, dann brauchen sie 6 Monate, bis sie adult sind, dann sind sie auch geschlechtsreif und dann können die Tiere noch zwischen 6 und 10 Monate noch werden nach der Adulthäutung. Das heißt, sie leben noch fast ein halbes bis dreiviertel Jahr, also das ist schon sehr, sehr lang für eine Phasminart. Natürlich gibt es noch Arten, die 1,5 Jahre alt werden, aber für die Größe ist das schon wirklich, wirklich toll. Wenn ich so überlege, dass die jetzt noch 6 bis 8 Monate leben, das Weibchen legt jeden Tag 1 bis 2 Eier, da kommt ganz schön was zusammen. Der Bodensubstrat ist bei mir wieder Eichenhumus. Ihr könnt aber in diesem Fall jeden anderen Bodengrund auch nehmen. Ob ihr da Kokoshumus nimmt oder Zewa unten reinlegt, das ist euch überlassen. Ich werde das jetzt die Tage austauschen und mit Zewa auslegen. Das hat einfach den Vorteil, dass ich dann einfacher die Eier finden kann, rausnehmen kann zum Inkubieren. Gefressen wird, wie ihr schon seht, Brombeere, Efeu, Rosengewächse im Allgemeinen, das heißt Himbeere, Wildrose, dann gibt's noch Eiche,
Efeu, Eukalyptus werden genauso gefressen und also haben wir da sehr viel, viel Abwechslung für diese Tiere. Und das ist doch auch mal ganz schön, denn wir wollen ja auch nicht jeden Tag Suppe essen, ne? Ja, das sind diese schönen Tiere. Man sieht es auch richtig, diese Verfärbungen der Weibchen ist doch recht unterschiedlich. Ich schau mal, ob ich jetzt hier. Na, komm mal her. Komm mal her, meine Süße. Die will gar nicht. Also, es sind schon wirklich, wirklich klasse Tiere. Auch schön gezeichnet. Von unten. Mal gucken, ob sie sich umdrehen lässt. Von unten sind sie dann so einfarbig. Unten sieht man so am unteren Teil so kleine Lappen runterhängen. Aber wirklich extrem tolle Tiere. Sprühen kein Abwehrsekret, beißen nicht, kratzen nicht, machen keinen Lärm. Also für jeden, der ein gechilltes Haustier sucht, ist das schon wirklich klasse. Vor allem die Tiere haben ja auch alle unterschiedliche Zeichnungen. Also das heißt, dieses Braun mit dem Weiß, das bleibt. Aber manche Weibchen haben auch noch andere Färbungen. Es gibt sie so zum Beispiel wie jetzt. Das ist jetzt so ein helles Braun. Dann gibt es sie in Dunkelbraun oder in einem Rot-Braun-Mix. Also jetzt nicht knackerot, aber man sieht schon, dass es deutlich in Sache Rot geht als statt nach Braun, ne? Also wirklich tolle, tolle Tiere. Ich bin begeistert. Wir können ja nochmal Männchen zeigen hier. Da ist der Schmalhannes. Also schon wieder wirklich ein Unterschied zum Weibchen. Jetzt will er mir meinen Finger abkauen. Also wirklich, wirklich toll, ne? Super für Anfänger geeignet. Wenn ihr ein paar Sachen berücksichtigt, dann ist da alles gut. Ja, dann gehen wir wieder rein. Und dann können wir uns alle daran erfreuen, wer Lust hat. Ja, das war's schon wieder von mir an diesem schönen Samstag. Nicht vergessen, liken, teilen, abonnieren. Da wäre ich euch sehr dankbar. Und wir sehen uns ja morgen schon wieder. Mal schauen, was ich mir da einfallen lasse. Irgendwas werde ich bestimmt aus dem Hut zaubern. Und ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao.